Herzlich willkommen zu einem weiteren One Football Q&A, meine lieben Freunde. Bevor wir mit den Fragen anfangen, allerdings brandheiß, brandaktuell, in dieser Sekunde rausgekommen, der deutsche 26er Kader für die EM 2021. Wir blenden es euch hier jetzt einmal ein. Ich bin jetzt wirklich, ihr seht meine absolute Live-Reaction. Nicht überraschend, Ter Stegen nicht dabei, deswegen Leno und Trapp. Etwas überraschend, Christian Günther. Niklas hat den Case gemacht am Wochenende. Jetzt ist er drin. Mats Hummels ist dabei. Robin Koch ist dabei. Jonas Hofmann ist dabei. Das ist so halbwegs überraschend, würde ich sagen. Thomas Müller ist dabei. Jamal Musiala, Florian Neuhaus und, Freunde, Kevin Volland. Kevin Volland. Wahnsinn. Ja, jetzt ist von mir gefordert, dass ich live reacte auf diesen Kader. Ganz im Ernst, meine allererste Reaktion jetzt, ich habe keine Meinung dazu darüber gelesen, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, ich habe gerade was aufgenommen und ihr bekommt jetzt live mit, was ich denke. Kollege Jogi Löw hat alle Prinzipien über Bord geworfen, die falsch waren und will einfach mit der besten Mannschaft dieses Turnier bestreiten. Dass wir das noch erleben dürfen. 16 Jahre Amtszeit und der Mann hat nicht ausgelernt. Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Jogi Löw ist komplett über seinen Schatten gesprungen. Hummels zurück. In meinen Augen vielleicht nicht 100% nötig, aber ich verstehe es komplett. Erfahrener Abwehrspieler und am Ende des Tages wird er auch spielen. Thomas Müller musste mitkommen, keine Frage. Musiala nach der Einbürgerung musste man natürlich auch mitnehmen. Ist ja ganz, nachdem er sich entschieden hat für Deutschland, keine Einbürgerung. Muss man auch mitnehmen, hatte man ihm sicherlich versprochen. Kevin Volland. Der Bundestrainer mag Kevin Volland nicht als Spieler, das wissen wir. Und jetzt ist er dabei, weil Jogi Löw wirklich bereit... ganz im Ernst, ihr seht mich slightly hyped. Ich find's geil, ich find's einen guten Kader. Ich guck noch mal rein. Das ist auch, dass er wirklich Christian Günther mitgenommen hat. Ja, Robin Gosens ist dabei. Es ist natürlich, wenn man drauf guckt, eine relativ geringe BVB-Beteiligung. Dahoud hätte man drüber reden können. Auf der anderen Seite hat man sich da jetzt für Florian Neuhaus entschieden. Kann ich ehrlich gesagt nachvollziehen, dass er drin ist. Und auch, dass Jonas Hofmann dabei ist. Ja, ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung. Frage mich so ein klein wenig, was das jetzt taktisch bedeuten wird. Ich glaube, es läuft auf die Fünferkette hinaus. Was natürlich ein absoluter Snap ist, und der fällt mir gerade ein, ist natürlich Riedle Baku, ne? Riedle Baku ist nicht dabei, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber der Kader ansonsten finde ich zufriedenstellend. Robin Koch, da hat man ja jetzt schon, das hat man in den letzten Stunden schon so ein bisschen klingeln gehört, dass der Bundestrainer niemals vorhatte, Koch nicht mitzunehmen. Mein ehrliches Bauchgefühl ist, ich finde es irgendwie fast ein bisschen schön gerade, dass jetzt nochmal Hummels dabei ist, Müller, Neuer, Kroos, dass man noch so ein paar Leuten einfach jetzt halt das letzte Turnier gibt. Gemeinsam mit Jogi, die kennen keinen anderen Bundestrainer. Debüt unter Jogi und wahrscheinlich machen die ihr letztes Spiel unter Jogi. Das finde ich irgendwie okay. Für mich wird interessant zu sehen, was mit Goretzka und Toni Kroos passiert. Beide angeschlagen. Havertz und Gündogan spielen beide im Champions-League-Finale. Das heißt, die Vorbereitung dieser DFB-11 könnte ein bisschen holprig werden. Und darauf sollte man ein Auge behalten. Und halt dann auch am Ende des Tages, was wir noch sehen werden vor dem Turnier und welche Art von Fußball es sein soll. Ich glaube nicht, dass Kevin Volland auch nur eine Minute während der EM spielt. Auf der anderen Seite hätte ich niemals gedacht, dass er mitgenommen wird. Dass er jetzt dabei ist, zeigt mir, Jogi Löw ist vielleicht bereit, ein bisschen was zu drehen, zu schrauben an seiner Taktik. Und ich glaube, ja, ich weiß es nicht. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Riedle Baku fehlt natürlich. Marco Reus hat selbst verzichtet, ist, was man von ihm so hört. Wenn das so stimmt, dann wird das seine Gründe haben. Aber ansonsten fallen mir jetzt gerade nicht auf Anhieb viele Leute ein, die gefehlt hätten. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Schluss. Riedle Baku war natürlich der größte Snap. Dass Armin Younes nicht dabei ist, war ja eigentlich nach der Schlussphase dieser Saison so ein bisschen zu erwarten. Finde ich auch nicht weiter dramatisch. Jerome Boateng finde ich ehrlich gesagt nachvollziehbar, dass er nicht dabei ist. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hatte bis jetzt nicht den ganz großen Hype für diese EM. Jetzt, wo die Kader so langsam bekannt gegeben werden, geht es ein bisschen hoch. So langsam aber sicher. Habe ich Bock. So viel also zum EM-Kader. Jetzt geht's endlich los mit euren Fragen. Natürlich, wie immer gestellt, im OneFootball-Community-Tab. Und es wäre kein OneFootball-Q&A, wenn nicht Tim Borowski dabei wäre. Der kommt wieder mit der ersten Frage ums Eck, weil sie gut ist. Was wird diesen Sommer aus Miro Klose? Wo wird er hingehen? Und was traust du ihm zu? Also, von hinten nach vorne. Was traut man Miroslav Klose zu?
Miro Klose ist ein Spieler, der schon, das mache ich immer weg, ein Spieler, der schon zu seinen Zeiten seiner Karriere ein höchst intelligenter, teamdienlicher Fußballer war, der absolut bereit dazu war, genau das auf dem Feld zu tun, was für das Team am wertvollsten ist. Das sind Voraussetzungen für einen guten Trainer. Miroslav Klose halte ich für hochintelligent. Ich höre ihm sehr, sehr gerne zu. Ich glaube, er hat einen super Zugang zu jungen Spielern. Und ich kann über seine taktischen Kenntnisse nichts sagen. Das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn du mich jetzt fragst, ob ich glaube, dass Miroslav Klose ein guter Trainer werden könnte, dann sage ich 100% ja. Jetzt ist er ja aktuell so ein bisschen mit Düsseldorf wird er in Verbindung gebracht. Und Düsseldorf ist ein großer Verein. Zweite Liga ist sehr, sehr spannend nächstes Jahr. Ich sage aber Folgendes. Ich glaube, wenn Miro Klose Düsseldorf nicht annehmen würde und, ich sag mal, ein halbes Jahr die Füße stillhält, dann wird in der Bundesliga ein Posten aufgehen, der für ihn vielleicht sogar reizvoller wäre. Also ich glaube, dass Miroslav Klose langsam aber sicher in der Trainerrotation ankommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass er Düsseldorf geht. Wenn er es nicht tun würde, glaube ich allerdings, dass er sicherlich auch einen Bundesliga-Posten finden würde. Die große Frage ist natürlich, was will Miroslav Klose überhaupt? Wir wissen ja, also ich weiß nicht, ob er überhaupt Cheftrainer werden will jetzt sofort. Wenn er sich dafür entscheidet, wird er die Chance bekommen. Und das glaube ich auch zu Recht, denn er ist nun mal einfach. Er war so ein großartiger Spieler. Man hört nur Gutes aus München über seine Arbeit. Ich kann mir das gut vorstellen. Gaming Clerks fragt, eine Frage für die Zukunft. Lewandowski ist aktuell im Peak-Performance-Mode, aber er ist auch schon bald 33. Wann muss der FCB einen neuen Stürmer aufbauen und Lewandowski abgeben oder aus der Startformation nehmen? Lohnt es sich, auf die eigenen Talente zu bauen, oder sollte der FC Bayern 100 Millionen in die Hand nehmen, einen etablierten Stürmer erwerben? Was wäre dein Plan als Verantwortlicher und gibt es überhaupt einen richtigen Plan? Es gibt keinen richtigen Plan, denn Robert Lewandowski, du sagst, es ist fast 33, aber ganz klar ist halt auch, er hat gerade die beste Saison seines Lebens gespielt und die besten anderthalb Jahre seines Lebens. Und solange er dieses Niveau hält, gibt es natürlich keinen Grund, ihn aus der Startformation rauszunehmen. Und solange er das tut, gibt es keinen Grund, einen großen Nachfolger zu haben. Das Problem ist, jemand, der bis ins höhere Fußballeralter richtig stark performt, es gibt Spieler, bei denen es dann so geht. Und dann ist Feierabend. Ich sage nicht, dass es bei Robert Lewandowski so sein wird, aber es gibt das bei Fußballern. Und nicht nur bei Fußballern, gibt es in allen Sportarten. Und die Gefahr ist natürlich, dass er sehr, sehr lange gut performt und dass es dann einfach über eine Sommerpause, über eine Winterpause komplett zusammenbricht und man dann nicht vorbereitet ist. Die einfachste Art und Weise, vorbereitet zu sein, wäre natürlich Zirkzee. Ich glaube, ich habe jetzt keine Statistik im Kopf, aber so richtig gut hat die Lage nicht funktioniert. Der gilt als hochtalentiert und könnte sicherlich ein Spieler sein, der da die Nachfolge dann antritt. Frage ist halt nur, kannst du Zirkzee jetzt noch irgendwie, willst du jetzt noch zweimal verleihen? Weil so lange wird Lever schon noch haben. Levi, willst du verkaufen, Rückkaufoptionen? Bist du vielleicht sogar der Meinung intern, dass er nicht gut genug ist und es muss jemand anderes sein? Das sind alles so Fragen, die der FC Bayern sich jetzt beantworten muss oder die der FC Bayern jetzt beantworten muss. Auf der anderen Seite waren die Bayern immer gut darin, Positionen wieder zu besetzen. Ich meine, wir alle dachten, oder es wurde so dargestellt, als würde nach Ribéry und Robben der FC Bayern auf den Flügelpositionen in ein Riesenloch fallen. Wissen alle, dass es nicht passiert ist. Und ich bin ganz guter Dinge, dass sie auch diese Position ersetzen werden. Und wahrscheinlich wird man eher früher als später versuchen, da jemanden heranzuziehen. Ich finde, wie gesagt, ich weiß nicht, was man intern über Zirkzee denkt. Vielleicht könnte das der Mann sein, aber vielleicht ist auch für den das Zeitfenster. Vielleicht ist er 2 Jahre zu alt sogar, weil er schon Ansprüche anmeldet. Könnte sein, schwierig einzuschätzen. Carlos Trenkamp fragt, wird die zweite Bundesliga nächste Saison interessanter als die erste? Mit welchem Verein hältst du da und werdet ihr mehr über die zweite Liga berichten? Husten. Husten und trinken, Freunde. Ich sorge dafür, dass Jürgen das nicht rausschneidet. So, zweite Bundesliga. Also zuallererst mal, mit wem halte ich's? Mir scheißegal, aber ich habe auf jeden Fall Bock auf diese Liga. Ich halte es mit keinem da. Ich halte es mit keinem anderen deutschen Verein, das wisst ihr ja. Wenn die Bochumer jetzt aufsteigen, dann ist eh alles gut. Julian denkt, ich müsste auf Werder halten, das wird nicht passieren. Aber ja. So, Entschuldigung, muss ich noch kurz mein Mikrofon richten. Ich halte es mit niemandem in dieser zweiten Liga, aber die wird sicherlich sehr spannend. Lass uns das Pferd aber mal andersrum aufzäumen und über die erste Bundesliga reden, denn die steht eventuell vor einer ziemlich unattraktiven Saison. Ja? Ich werde euch jetzt anfangen, Vereine aufzuzählen und damit will ich keinen dieser Vereine disrespekten.
Ich will nur sagen, dass diese Vereine für die große Masse an Zuschauern vielleicht nicht ganz so spannend sind. Ja? Gehen wir mal von oben nach unten. RB, Wolfsburg, Leverkusen, Freiburg, Augsburg, Mainz, eventuell kriegen wir jetzt Greuther Fürth, Holstein Kiel. Wir haben, ich vergesse sicherlich gerade noch die Hälfte. Ich bin mir da sogar ganz, ganz sicher. Ich müsste eigentlich jetzt mal hier die Bundesliga-Tabelle aufmachen, aber ich bin zu dumm, mit diesen Händen irgendwas hinzubekommen. Ich habe fast meine Fragen geschlossen. Wir bewegen uns in eine Richtung, wo wir höchstwahrscheinlich nächstes Jahr ungefähr 10 Vereine in der Liga haben, die nicht so 100% spannend sind. TSG Hoffenheim. Also wirklich. Also okay, wir versuchen es jetzt nochmal der Reihe nach. RB, Wolfsburg, Leverkusen, TSG. Für mich zählen da rein Freiburg, Mainz, Augsburg. Sagen wir mal, es kommt Kiel hoch. Sagen wir einfach mal, es kommt Fürth hoch. Gehen wir davon aus, dass Bremen, Schalke und Köln absteigen. Katastrophe, was die Bundesliga-DNA betrifft. So, da sind wir jetzt schon bei 9 und ich habe 100% noch einen Verein vergessen. Ich sag's nochmal, Mainz 05, SC Freiburg, die ganzen kleineren Vereine sind in der ersten Liga, weil sie besser arbeiten als die großen Vereine, die abgestiegen sind oder gerade absteigen. Das ist keine Frage, darum geht's mir überhaupt nicht. Ich will nicht irgendwie sagen, dass diese Vereine nicht in die Bundesliga gehören. Gar kein bisschen. Gar kein bisschen, außer vielleicht ein paar Vereine, die sich ihren Weg in die Bundesliga gekauft haben. Und da ist übrigens, da ist das große Problem. Denn nur weil wir 4, 5 Vereine haben, die in der Bundesliga spielen, obwohl sie da vielleicht nicht unbedingt sein sollten in der Form, in der sie da sind, sind die Plätze in der Bundesliga begrenzt. Und nur deswegen kommen wir überhaupt in so eine Situation, wo wir wirklich über die Hälfte der Bundesliga voll mit Vereinen haben, die, wenn man, ich würde mal sagen, die Sky-Quoten anschaut, nicht die ganz großen Massen ziehen. Und ganz im Ernst, für mich der Gedanke, dass wir nächstes Jahr vielleicht einen Bundesliga-Sonntag haben, wie sind nächstes Jahr eigentlich die Anschlusszeiten? Ich vermute mal 15:30, 18:20 Uhr oder sowas, haben wir jetzt ja ein paar Mal gesehen. Und wenn wir da, keine Ahnung, RB gegen Kiel haben, TSG gegen FCA und SCF gegen Bayer Leverkusen, dann sind das alles Mannschaften, die sportlich inzwischen in die Bundesliga gehören, aber das ist halt nicht spannend. Und das ist schon ein Problem, glaube ich, für die Bundesliga, ganz ehrlich. Weil wir reden über die zweite Bundesliga, HSV, jetzt, wir gehen jetzt mal vom Worst Case aus, ja. HSV, Schalke, Bremen, Köln, Dynamo, die zweite Liga ist definitiv spannender von den Namen her, als die erste. Und das ist ein großes Problem, glaube ich. Ich werde safe mehr zweite Bundesliga schauen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir mehr über die zweite Bundesliga berichten. Es ist einfach viel, viel Zeitaufwand, wenn man versucht, alles abzudecken. Aber die Bundesliga hat ein Problem mit dem Traditionsverein sterben. Und ich sage ganz explizit, weil mir mein Mainz-Kumpel sonst durchs Handy auf die Fresse haut, ich sage ganz explizit nicht, dass Vereine wie der HSV, Bremen und Schalke in die Bundesliga gehören. Was ich aber sage ist, mir gefällt die Bundesliga persönlich besser, wenn sie dort spielen. So. Ich hoffe, das habe ich jetzt gut genug formuliert, ohne dass jetzt irgendein Kieler mir die Störche auf den Hals hetzt. Hooper GX mit der nächsten Frage. Wie ordnest du nach der erfolgreichen Champions League-Qualifikation von Borussia Dortmund ihre Saison ein? Also, man hat die Saison auf den letzten 2 Wochen zurechtgebogen. DFB-Pokalsieg, das ist sehr, sehr gut. Einfach 1. Und die Champions-League-Qualifikation ist natürlich, das muss man sich vormachen in der Bundesliga, das Minimalziel. Allerdings, nachdem wie die Saison verlaufen ist, hat sich am Ende raus wirklich angefühlt wie ein großer Erfolg. Jetzt hat man den Pokal gewonnen und die Champions-League-Qualifikation eingetütet. Nicht auf 2, wie man es gerne von sich selbst sehen würde. Scheißegal, in meinen Augen eine erfolgreiche Saison für den BVB. Eben gemessen daran, wie es zwischenzeitlich aussah. 5 Spieltage vor Ende, 7 Punkte Rückstand auf die Champions League. Jetzt trotzdem drauf, drin und eben im Pokal das Finale gewonnen. Auch noch gegen den, ja, inzwischen muss man mal ganz klar sagen, das muss man wirklich so sagen, RB Leipzig ist inzwischen Dortmunds größter Konkurrent, nicht der FC Bayern. Frerotops, ist das ein Dinosaurier? Frerotops? Jürgen, du siehst aus, als würde ich mit Dinosauriern auskennen. Ne, kein Frerotops? Naja, mich würde interessieren, welches Format dir am meisten Spaß macht. Sektion Radioverbot, Tierlist, Q&A. Wir machen die Goats natürlich sehr viel Spaß, sind aber sehr, sehr viel Arbeit. Das ist jetzt eigentlich ja kein Ausschlusskriterium. Das Problem ist nur, dass wir sehr viel Content machen und dann sehr viel Arbeit sorgt für Druck bei anderen Formaten. Machen wir trotzdem viel Spaß. Sektion Radioverbot, Tierlist, Bundesliga-Rückblick, alles, wo man viel labern kann und auch mal ein bisschen weg vom Thema kann, macht mir Bock. Das Q&A macht mir viel Spaß. Generell kann man sagen, die Formate, wo man einfach ein bisschen länger reden kann, da sehe ich mich selbst oder macht es mir selbst am meisten Spaß. Das ist einfach so. Ich bin gar nicht so der allergrößte Fan unbedingt von Interviews, die wir machen manchmal.
Manche sind mega geil, manche aber eben auch nicht. Und man weiß es vorher nie so richtig. Das ist schwierig für mich. Wir machen auch die Blogs auf Stadien natürlich viel, viel Spaß oder Vlogs. Aber hier im Haus würde ich sagen, Rückblick, Tierlist, Sektion Radioverbot. Das sind schon so die Formate auf jeden Fall. Lot Nisko. Oh, vielleicht ist es andersrum, macht das mehr Sinn? Oxintol. Nicht so richtig. Oxintol fragt, es scheint, als würde Benzema wieder für Frankreich spielen dürfen. Meinst du, dass er bei der WM zum Weltfußballer schießt oder wird er auf der Bank versauern? Sind das die einzigen beiden Optionen, ne? Okay. Ist ja gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich würde nehmen, wenn du ihm das anbietest. Entweder er schießt zum Weltfußballer oder er sitzt auf der Bank. Ich glaube, darauf gibt er dir die Hand. Ich glaube, dass er spielen wird. Ich glaube, Benzema ist zu gut. Und das hat er auch in den letzten Monaten gezeigt. Auf einer Position, bei der man in Frankreich zwar Spieler hat, aber niemanden auf Benzemas Level. Ich gehe ganz, ganz stark davon aus, dass er spielen wird. Und damit ist die Frage für mich beantwortet. Und gut, jetzt haben wir die Champions League, wird man mit Real nicht gewinnen können. Mal gucken, wie es bei La Liga aussieht. Könnte noch klappen. Und wenn Frankreich den EM-Titel gewinnt und Benzema wichtig ist, kann ich mir vorstellen, dass er auf jeden Fall unter den Top 3 ist. Vielleicht auch Weltfußballer. Und irgendwie würde es mich fast ein bisschen freuen. Benzema hat Dreck am Stecken gehabt, das wissen wir alle. Karriere nicht unbedingt gerade verlaufen, aber was der Junge seit 10 Jahren für Real macht, ist einfach Wahnsinn. So, meine lieben Freunde, da sind wir bei der Frage des Tages, präsentiert von OneFootballs Partner, der Deutschen Vermögensberatung. Ihr kennt das Spiel, wenn jetzt eure Frage kommt, dann eine E-Mail an feedback@onefootball.com, bei der man sehen kann, dass es dein Account ist und dann ein Monat Sky-Ticket for free. Und der Glückliche heißt Niklas S. Punkt. Mit der Frage, werden Terzic und Rose ein Trainerduo, wobei Terzic den menschlichen Aspekt übernimmt und Rose den taktischen, wäre eine interessante Mischung für den BVB. Das wäre wirklich eine interessante Mischung. Und die Idee, das aufzuteilen und einen zu holen, der im Coaching eher den menschlichen Aspekt bearbeitet und einen, der den taktischen Aspekt übernimmt, ist immer ein spannendes Konzept. Bei diesen beiden wird es 100% nicht so kommen. Das würde mich unglaublich wundern. Zwar aus verschiedensten Gründen. Von beiden Trainern gesehen. Marco Rose hat im Herbst unterschrieben, oder wann das war, im Winter, hat im Herbst unterschrieben mit der Ansage, du bist der neue Head Coach des BVB. Du hast hier die schwarz-gelbe Hummel auf oder was auch immer man in Dortmund kriegt, wenn man Trainer ist. Und wenn du dem jetzt sagst, Marco, ey, schön, dass du hier bist, schau mal, das, was wir dir versprochen haben, das war geil, ne? Das war geil. Was hättest du davon, wenn du die Hälfte davon kriegst? Ja, ich weiß, in Gladbach hattest du das ganze Ding. Ja, aber jetzt bist du ja hier. Aber der Terzic war doch gut. Und die Mannschaft liebt den Terzic. Das sind Sachen, die kann Marco Rose sich nicht erlauben. Weil was passiert denn, wenn... Die Mannschaft soll ja Terzic wirklich sehr, sehr mögen. Und was passiert denn, wenn, sagen wir, die Ergebnisse am Anfang nicht so richtig passen? Und sagen wir, man kommt relativ schnell auf den Trichter, dass es taktisch nicht passt. Und dann heißt es plötzlich, oh, die Mannschaft steht hinter Terzic, die brennen, aber der Rose kriegt die Taktik nicht auf die Reihe. Ja, dann gibt es ja direkt ein Ungleichgewicht, das du auf gar keinen Fall haben willst. Und auch andersrum, was ist denn, wie ist es denn für Terzic? Die Champions League klar gemacht, den Pokalsieg klar gemacht und jetzt kommt ein anderer Typ, der in der Tabelle hinter dir gelandet ist, der aber mit der Geld gekostet hat, während du im Verein gewachsen bist. Und der ist jetzt der Typ, der einfach dir vor die Nase gesetzt wird, nachdem du nachweislich sehr gute Arbeit gemacht hast. Würde mir persönlich gar nicht mal so gut gefallen. Und er wird ihn vor die Nase setzen. Es wird keine Doppelspitze geben. Das lässt sich Marco Rose nicht verkaufen. Und ich glaube auch Terzic nicht. Auch Terzic wird sagen, nee. Wieso soll ich jetzt plötzlich hier die zweite Geige sein, wenn ich gezeigt habe, dass ich die erste sein kann? Deswegen, dieses Coaching-Konzept, zwei Trainer, finde ich immer spannend. Wenn jetzt aber einer schon länger da ist, dann kommt der zweite dazu. Jetzt sollen die plötzlich auf Augenhöhe arbeiten. Das kann ich mir nicht vorstellen beim BVB. Auch wenn ich glaube, dass sich viele Fans wünschen würden. Ich verstehe übrigens jeden BVB-Fan, der sagt, wir müssen Terzic unbedingt behalten. Wäre auch meine Meinung als BVB-Fan. Auf jeden Fall. Ja, das war sie, die Frage des Tages, präsentiert von OneFootballs Partner, der Deutschen Vermögensberatung. Emsi kommt ums Eck mit der nächsten Frage. Meinst du, dass die Eintracht nächste Saison wieder in der Champions League mitspielt oder war das reines Glück? Junge, das sind hier Fragen, ne? Entweder reines Glück oder nächstes Jahr wieder Champions League. Es war kein reines Glück. Wir werden nächstes Jahr nicht in die Champions League mitspielen. Zwei Gründe, Dreifachbelastung und der halbe beschissene Kader geht. Kostic, Kamada, Silva, Ndika, alle weg. Müssen wir uns nichts vormachen.
Ich glaube nicht, dass die Eintracht nächstes Jahr mit Champions League mitspielen wird. Aber wenn mir jemand erzählen will, dass es diese Saison Glück war, dann würde ich die Person doch prinzipiell ohrfeigen wollen, auf jeden Fall. Oder sagen, gut, dann hast du halt nicht aufgepasst. Weil Eintracht Frankfurt hat, ey, Facts, zwischenzeitlich im besten Fußball der Bundesliga gespielt. Timo H. fragt, Nico, wie kommt es eigentlich, dass der deutsche Kanal so viel mehr Content raushaut als der englische? Respekt für die Arbeit an der Stelle. Die Antwort ist tatsächlich unspektakulär. Wir auf der deutschen Seite sind, wenn man Niklas, der ja nur zeitweise bei uns ist, tageweise, mitrechnet, sind wir 5 Leute, der englische Kanal sind 3. Das ist schon einfach ein Riesenunterschied, weil das Daily Business mit den Dailies etc., das ist, das nimmt relativ viel Zeit in Anspruch, weil ja auch die Daily News auch noch bei uns intern nochmal in der App auftauchen und sowas. Das heißt, die Daily News sind nicht fertig, wenn sie auf YouTube online sind, sondern Julian sitzt gerade hinter der Kamera, arbeitet genau jetzt gerade an den Daily News. Ja? Klippt Sachen raus, die gehen in die App, die werden verteilt, das geht dahin, das geht dahin. Das heißt, eine Person arbeitet eigentlich bis 15 Uhr an den Daily News. Und demnach könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich alles nach hinten verschiebt. Je mehr Leute, desto besser lässt sich das vermeiden. Und im englischen Kanal gibt es derzeit eben nur 3. Es werden dann, glaube ich, bald auch wieder mehr. Und deshalb machen sie weniger Content. Außerdem, wir finden uns in der luxuriösen Position wieder, dass wir mit euch alles machen können. Wir haben einen ganz klaren Augenmerk. Das ist der deutsche Fußball, das ist die Bundesliga, keine Frage. Aber wir wissen, wenn wir euch Who Starts präsentieren von dieser EM, ihr habt Bock drauf. Wir wissen, wenn wir uns ein 6-Zone-Radio-Verbot hinsetzen und über englischen Fußball reden, ihr habt Bock drauf. Und das ist beim englischen Kanal nicht so. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Es liegt aber einfach daran, dass Englisch natürlich ein riesiges Einzugsgebiet. Fußballfans kommen dann nicht nur aus Großbritannien, sondern aus der ganzen Welt. Und du musst erstmal irgendwie den gemeinsamen Nenner finden. Und der ist nicht so groß. Und deshalb weniger Content auf dem englischen Kanal. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn das wieder mehr wird. Und die nächste Frage ist auch zum Thema von Nils Linke. Wäre ein Video zusammen mit den englischen Kollegen denkbar? Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich glaube, ich war schon so 30 Mal auf dem englischen Kanal. Und Matt war auch schon in deutschen Shows dabei, Predictions. Und ja, auf jeden Fall. Matt und ich haben eine Zeit lang immer auf Englisch Trikots gerankt. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr es auf jeden Fall noch anschauen. So, wir sind im Off-Topic-Bereich. Erika fragt, war dein Auftritt beim HR-Heimspiel gestern der erste im TV? Das war jetzt für alle, die Frage wird gestern gestellt. Der Auftritt war Montagabend und der war es nicht. Ich war das 4. Mal, glaube ich, beim Heimspiel dabei. Und ich habe mal für einen Fernsehsender gearbeitet, wo ich moderiert habe, auch wenn es ein kleinerer Fernsehsender war. Und auch ansonsten war schon der eine oder andere Auftritt dabei. Also nein, aber ich freue mich trotzdem immer. Auch wenn es eine schwierige Dynamik ist, wenn ich als Einziger zugeschaltet bin, alle anderen im Studio sitzen, dann will ich immer was sagen, aber die sind schon einen halben Satz weiter und dann komme ich von der großen Leinwand. Hallo! Und ja, das ist Blade. Und Jonas Alex fragt mit der letzten Frage des Tages. Wer ist dein MVP der Regular Season der NBA? Julian, wer ist deiner? Ich gucke kein Basketball. Ich gucke kein Basketball, spielt nicht in der NBA. Der Joker, Nikola Jokic. Keine Diskussion für mich. Jokic ist der Regular Season MVP. Kommt mir nicht mit Steph Curry. Der wird nämlich heute Abend im Play-In-Tournament von den Lakers ausgenockt, auch wenn er natürlich eine überragende Saison gespielt hat. Jokic ist der beste Spieler diese Saison, ist für mich keine Frage. Und es ist der 3. europäische MVP in Folge. Was dürfen wir dabei nie vergessen? Der 1. europäische MVP war, Julian sagt, Dirk Nowitzki. Komplett richtig. Freunde, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für heute. Ciao.